und herzlich willkommen zurück in Uttis Konsolenparadies. Wir spielen Paper Mario Color Splash für die Nintendo Wii U. Und im letzten Part haben wir den zweiten Stern in Port Prisma geholt. Und wir haben den Eingang zum Karmesinturm freigeschaltet, in dem wir allerdings noch nicht wirklich weiterkommen. Ich meine, wir können nochmal reingehen, aber ich behaupte, das funktioniert so noch nicht. Und das finde ich eigentlich auch gar nicht so schlecht. Denn ja, Paper Mario Color Splash will etwas mehr zu den Wurzeln zurück und das schafft er auch. Die Frage ist natürlich, wie kommen wir hier weiter? Ich schätze, wir... Aha. Okay. Mario, sieh nur das Tor. Klemmt mein Deckel oder sind das tatsächlich todförmige Schlüssellöcher? Das legt die Annahme nahe, dass man das Tor aufschließen könnte, wenn man nur diese drei Schlüssel hätte. Ja, und wie kriegen wir die? Also ausschneiden können wir hier nichts. Das haben wir im vorletzten Part gelernt. Ja, wir wollen zurück zur Weltkarte. Wir brauchen also diese drei Schlüssel. Die Frage ist, wie kommen wir an diese Schlüssel? Ich schätze mal, dass wir auf jeden Fall hier einen von diesen Schlüsseln bekommen. Am Papironi-Pfad. Wir waren schon mal hier. Wir haben sogar schon 96% eingefärbt. Aber hier haben wir schon mal einen kleinen Farbstern gesammelt. Drück in einem Level, den du bereits einmal geschafft hast, jederzeit Plus, um zur Weltkarte zurückzukehren. Ja. Ist jetzt gerade gar nicht mein Verlangen, wieder zurück zur Weltkarte. Weil ja, wir brauchen diesen Toad-Schlüssel. Und oh, da ist noch etwas, was wir einfärben können. Zack. Wunderbar. Aber auch das ist nicht mein primäres Ziel, denn wir erinnern uns, hier gab es diese eine Stelle, an der wir hochklettern konnten. Oder auch nicht, weil wir die Fähigkeit eben nicht hatten. Ja, war das jetzt hier oder war das der andere Weg? Das ist natürlich die Frage. Ich weiß es nicht mehr. Es ist zu lange her. So. Achso, hier können wir übrigens auch, wenn wir gleichzeitig mit dem springen, auch noch diesen Shy Guy killen. Den Maskentypen haben wir es gezeigt. Yippie, das fühlt sich gut an. Aber jetzt erst mal zurück zum Café. Ja, geh nur mal zurück zum Café. Ist okay. Dann war es wohl der andere Weg. Was ich damit sagen wollte, ist, vielleicht kriegen wir hier den ersten Schlüssel. Ein bisschen mehr Farbe wäre auch gar nicht so schlecht. Da liegt rote Farbe. Ich rede darüber, dass rote Farbe nicht schlecht wäre. Und ich verlasse sie einfach. Okay, können wir hier? Nein, können wir nicht. Das heißt, wir können diese Fähigkeit noch nicht nutzen. Kannst du uns helfen? Sei gegrüßt, Mario. Ich bin immer noch der Anführer der lila Rettertoads. Wenn du einen von meinen drei Jungs findest, schick ihn sofort zu mir, ja? Wegtreten. Einen von deinen drei Jungs? Also hier ist auf jeden Fall nichts, was wir ausschneiden können. Einer von deinen drei Jungs liegt da oben, aber naja. Okay, drücken wir Plus und gehen zurück zur Weltkarte. Das hat, glaube ich, keinen Sinn hier. Gut. Gut. Dann hat sich das erledigt. Gehen wir nochmal zum Morellensee. Schön ist natürlich, dass nicht alle Gegner ständig respawnen. Dadurch können wir natürlich leichter durch die einzelnen Level switchen. Okay. Können wir hier noch irgendwas ausschneiden? Eher nicht. Eventuell können wir aber an dieser einen Stelle, wo wir nicht übers Wasser gekommen sind, etwas ausschneiden. Wo kommst du denn jetzt schon wieder her? Ich hätte eigentlich gedacht, dass das nicht der Fall ist. Naja gut, wir nehmen mal hier so einen dreifach kaputten Schuh. Ich glaube, das passt ganz gut. Aber vielleicht brauchen wir nur einen davon. Naja. 2, 3, 4 und 5. Ja, es hätte einer gereicht. Das ist ja das Schöne, wenn man gegen Koopas kämpft, ne? Macht direkt alle Gegner in der Umgebung mit kaputt. Naja, gut. Hier haben wir den Hammer. So, da sind dieser Multiblatt-Gegner. Der kann uns jetzt erstmal den Puckel runterrutschen. Eigentlich will ich auch nicht gegen ihn kämpfen. Naja.
Gut. Wir nehmen wieder einen kaputten Sprungschuh. Ein einfacher reicht aber. Können wir den nachfärben? Nö. Ist natürlich die Frage, der ist jetzt auch weniger gefärbt als manche andere. Das ist... Ob das einen Unterschied macht? Keine Ahnung, ich habe jetzt das Action-Kommando nur zweimal geschafft, habe trotzdem alles umgebracht. Okay. Nehme ich gerne so hin. So. Bald können wir dann auch wieder die nächste... noch mehr Farbe mit uns rumtragen. Die nächste Etappe Farbe, wollte ich sagen. Irgendwie sowas. Okay. Immerhin haben wir mit dem Hammer getroffen. Puff. What? Okay. Da nehmen wir, glaube ich, nochmal so einen Dreier-Sprungschuh. Das ist okay. Bereit. Zack. Und raus damit. Bin mal gespannt. Wir können ja... Oh. Naja, gut. Passt. Wir können ja mehrere Karten bekommen. Okay. Cool. Haben wir jetzt 200? Ja. Maximaler Farbfüllstand erhöht. Sehr schön. Wir können ja mehrere Karten im Kampf tragen. Bin mal gespannt, auf wie viel das sich hochgeht. Ich meine, wir sind jetzt noch total am Anfang des Spiels und haben schon zwei davon. Was, sind wir echt so weit gegangen im letzten... Oh nein. Da habe ich es auch noch verpeilt, pünktlich auszuweichen. Naja, gut. Was nehmen wir denn? Wir nehmen... haben wir keinen einzelnen kaputten Schuh mehr? Na, dann nehmen wir halt einen einzelnen Hammer. So, auch noch ein eingefärbter. Mein Gott, ich bin heute richtig, richtig in Ausgabelaune. Und zack. Ich habe gar keine Lust zu kämpfen. Ich meine, ist natürlich cool, wenn wir hier die Schlachtpappe kriegen. Aber brauchen tun wir die jetzt aktuell eigentlich nicht. Ich wollte eigentlich nur mal nachschauen. Genau, hier war das. Können wir hier wirklich nichts ausschneiden? Sieh auf das Gamepad. Naja, da kommen wir nur darüber, aber... Das haben wir halt schon gemacht. Das ist mir nämlich... Das ist eine Etage zu früh. Ich würde gerne... weiter unten hinkommen. Das ist nicht das, was ich will. Okay. Vielleicht... Ach. Okay, gut. Dann habe ich nichts gesagt. Genau hier wollten wir hin. Okay. Gut, ein K.O.-Hammer. Gut. Nehme ich. Was haben wir denn hier? Farbe. Und hier weiter Farbe. Gut. Da. Ich glaube, das ist... Ja, 1:1. Kein großer Verlust. Auch nicht unbedingt schön, aber... Also, ich hätte angreifen können, aber ich habe es irgendwie verkackt. So, wir nehmen jetzt einfach mal einen dreifachen Hammer. Zack. Und zack. Keine Ahnung. Wir haben so viele Karten, da kann man sich überhaupt nicht entscheiden. Schön wäre, wenn man die irgendwie sortieren könnte. Was denn? Mach den mal kaputt. Danke. Schön wäre wirklich, wenn man die irgendwie sortieren kann man sogar. Das ist gut. Das ist schön. So, dann nehmen wir hier wieder so einen dreifachen Schuh. Ich habe keine Ahnung. Es ist halt auch überhaupt nicht angegeben, was wie viel Kampfkraft hat. Letztendlich kriegt man wahrscheinlich eh jeden Gegner mit allem kaputt. Momentan noch. Ich weiß halt nicht, ist so ein dreifacher Schuh mehr wert als ein einfacher Schuh, der aber stärker ist auf seine eigene Art und Weise? Ich... Keine Ahnung.
Ich schätze halt mal, dass die kaputten Sachen wenig Schaden machen. Deshalb benutze ich sie halt so, wie ich sie benutze, relativ inflationär, weil im Moment halten die Gegner halt eh noch nichts aus. So, hier haben wir erstmal ein Yoshi-Ei, das wir einfärben müssen. Das verbraucht ganz schön viel rote Farbe. Ah, warum denn? Danke. Wow. Da kommt jetzt aber eine ganze Menge raus. Und es gibt uns unendlich viel Regenbogenfarbe. Okay. Was finden wir denn hier eigentlich? Wahrscheinlich, vielleicht sogar direkt den zweiten Farbstern. Das wäre cool. Können wir hier irgendwas ausschneiden? Nein. Aber manchmal sind diese Ausschneidesachen ja auch so ein bisschen so halb versteckt. Zack. Hab ich. Hab ich geschafft. Okay. Und weil es so schön ist, ich habe die letzten zwei Parts schon über NX gesprochen. Das würde ich gerne nochmal tun. Was mir sehr gefällt, ist, dass bei der NX... Moment. 2, 3. Passt. Nein! What the hell? Okay. Das war ein bisschen over the top. Dass bei der NX Module verwendet werden. Das führt nämlich dazu, dass die Ladezeiten deutlich geringer sind. Ich meine, hier sind sie gut versteckt. Es ist halt der Bildschirm, wo Mario über den Level läuft und so. Ja. Das ist cool. Es ist nicht perfekt, aber man versteckt so halt die Ladezeiten, ne? Was halt... was man halt dann doch merkt, ist dieses... Hey, okay, du bist jetzt im Kampf. Und dann dauert es halt erstmal einen Moment, bevor irgendwas passiert. Das sind Ladezeiten, die man halt gut versteckt. Hier, das. Und das passiert, glaube ich, nicht, wenn man dann bei der NX hinterher die Module hat. Weil von Modulen einfach schneller geladen werden kann. Ich meine, klar, der 3DS hat teilweise auch Ladezeiten. Keine Frage. Ladezeiten wird es immer geben. Gerade bei heutzutage bei Spielen, wo halt relativ viele Daten erstmal verarbeitet werden müssen, bevor irgendwas passieren kann. Aber sie werden definitiv geringer sein als von einem drehenden Medium, was nun mal die CD, Blu-ray oder was auch immer ist. Zweimal ist hintereinander, aber es muss richtig sein, oder? Ich meine schon. Okay, gut. Was haben wir denn hier? Wir brauchen immer noch eine Klamotte vom Toad. Die finden wir jetzt auch gleich bestimmt. Oh, eine Pflanze. Gehört das mit zur Restaurierung? Ich hoffe nicht. Machen wir erstmal den Shy Guy platt, bevor wir dieses Rad hier weiterdrehen lassen. Mann! Die ganze Zeit daneben gehauen. Zack. Kommen noch mehr Gegner dazu? Nö. Das heißt, es reicht uns ein Hammer. Brauchen wir keinen Spezialhammer. Nehmen wir einfach hier so einen guten Hammer, färben den ein bisschen ein. So. Nicht ganz, aber fast. Sollte reichen. Ich meine, ist nur noch ein Dreiviertel-Shy-Guy. Passt. Überhaupt kein Thema. Okay. So. Dann färben wir das Wasser gleich direkt mit ein. Guck mal, was wir dann da rausholen. Aber erstmal lassen wir den Baum hier ein bisschen tropfen. Okay. So, bitteschön. Mehr Wasser ist mehr Wasserrad. Und mehr Wasserrad ist mehr... Ah, ich weiß jetzt auch, was wir freischalten. Genau. Mit mehr Wasser können wir jetzt gleich hier rüber. In der Theorie zumindest. Okay. Ach so. Wir müssen diese Abkürzung hier nehmen. Gut. Zack. Hier rüber. Blume plätten. Und da unten ist der zweite Farbstern. Hallöchen. Was uns immer noch fehlt, ist die Klamotte vom Toad.
da irgendwas drin? Nö, wir können aber hier hoch. Ne, ist nix, ist nix. Jetzt können wir auch nicht mehr da hoch, aber ist mir egal. So, zack. Okay, gehen wir hier hoch. War hier oben der Farbstern? Jo. Oha, wer hätte es gedacht, dass wir hier den kleinen blauen Farbstern finden würden? Also gibt es am Morellensee einen roten und einen blauen Farbstern. Nur schade, dass er außer Reichweite hängt. What? Wie? Da müssen wir doch irgendwas ausschneiden können. Hä? What the hell? Oh, müssen wir den ganzen Weg jetzt nochmal gehen? Wirklich, ist es euer Ernst? Aber... Was war denn das? Das ist irgendwie merkwürdig. Wenn wir da oben sind, dann wirkt er so, als wäre er oben. Wenn wir unten sind, wirkt er so, als wäre er unten. Und ausschneiden können wir hier nichts. Wir kommen einfach nicht an ihn ran. Können wir hier irgendwie... Ich meine, wir haben ja hier den Ventilator. Nein, nicht in Müll, auf keinen Fall. Können wir den nicht irgendwie verwenden? Heldentatenbuch. Nee, Status. Auch nicht. Wie sollen wir das denn machen? Wir haben halt noch keine Fähigkeit, mit der wir hier weiterkommen. Okay. Ist blöd. Ich möchte mal kurz nachschauen. Nein, 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 nein. Wir hatten vorher 94%. Das hat uns keine Restauration gebracht. Okay. Das heißt, es sind wirklich... Da ist was. Seht ihr das? Da ist was, ja. Ziehen. Aha! Todweste. Dann bringen wir dem Tod doch mal seine Weste. Oh. Ach so, ne, hier sind wir hergekommen, ne? Oder? Ja. Okay, bringen wir dem Tod mal seine Weste und gucken mal, was er davon hält. Ist er dann vollständig? Ich meine schon. Was schwimmt denn da unten noch? Keine Ahnung. Hier, Tod. Oh ja, meine Kugel will die sichere und kampferprobte Oberkörperpanzerung, das hyperlegendäre Jackett. Das ist doch eine stinknormale Weste, du Typ. Und das Heldentatenbuch. Ah, mein Heldentatenbuch. Nichts Besonderes. Ich mache nur immer gerne ein paar Notizen. Und jetzt bist du vollständig. Okay. Voila! Die Robe des Rechts ist komplett. Und nun trete zurück, Bürger. Justitia Toad, der Retter der Insel Prisma, begibt sich auf die Jagd nach Unholden. Und ich dachte schon, es könnte nicht noch peinlicher werden. Wann immer ihr in Schwierigkeiten steckt, gibt das Signal der Gerechtigkeit. Mein langer Arm reicht auch bis in den letzten Winkel der Prisma-Insel. Haha, du bist echt witzig, aber wir könnten deine Hilfe wirklich gebrauchen. Ganz in der Nähe gibt es einen kleinen Farbstern, blauer Couleur, der sich zu unserem Zugriff entzieht. Was? Man bittet mich tatsächlich um Hilfe? Ich meine, bei Justitia Toad seid ihr genau an der richtigen Adresse. Aha. Okay. Gut, so kommt eins und eins zusammen. Ich würde sagen, holen wir uns den zweiten Farbstern zum Abschluss dieses Parts. Sehr schön. Das freut mich doch. Das ist cool. Doch, das ist schön gemacht. Da oben ist jetzt unser Toad. Perfekt. Gehen wir hier hoch. Sprechen ihn an. Sprach ihr von diesem Stern? Gewiss, es scheint sich außerhalb jeglicher Reichweite zu befinden, aber keine Bange, die Macht der Gerechtigkeit wird es nicht widersetzen können. Ganz bestimmt. Du hast dir selbst einen ganz guten Superheldenanstrich verpasst, aber... Trete zurück! Justitia! Okay, danke. Netter Versuch. Bis später mal dann.
Wow! What the hell? Was? Das war der Prismakulär? Du hast den Farbstern teleportiert? Wow, ich habe es geschafft! Obwohl ich es mir schon immer gewünscht habe, so hätte ich doch nie gedacht, ein Held zu sein. Ganz fabulös, außerdem scheinst du eine Art Einhorn zu sein, obwohl das Horn ein bisschen komisch aussieht. Jedenfalls sind wir von der ganzen Sache mindestens genauso überrascht wie du. Moment mal! Das Horn, es hat die gleiche Form wie eines vom Schlüssellöchern im Karmesinturm. Herr Justitia, deine Kräfte werden am Karmesinturm benötigt. Am Karmesinturm, sagst du? Dorthin kann man zwar auch laufen, doch wäre es eines, doch wäre das eines Helden nicht würdig. Justitia, tot fliegen lieber. Ja, okay, mach du mal. Okay. Wir haben diesen wundervollen Stern. Und kriegen Farbe und Münzen und wunderbar, cool, wir haben beide Sterne am Morellensee. Das ist die Hauptsache. Okay. Gut. Und haben einen weiteren Level geöffnet. Okay. Nehme ich mal so hin. Gut. Gut. Okay. Dann würde ich sagen, machen wir an dieser Stelle einen Cut. Ich danke euch auf jeden Fall vielmals fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet viel Spaß dabei. Wenn ja, dann gebt doch einen Daumen hoch, wenn nicht einen Daumen runter. Und ich hoffe, dass wir uns im nächsten Part wiedersehen. Bis zum nächsten Mal, sage ich, keep gaming und ciao.